Ihr habt recht, aber wir sind so in unseren eigenen Gedankengängen verschlungen, dass wir gar nicht gedacht haben, dass Boltax ja ein hervorragender Umweltmagier ist. Ja, jetzt sagt ihr aber zu viel. Aber ja, das stimmt. Ich schlage allerdings vor, dass wir die Kommunikation untereinander aufrechterhalten können, dass ihr vielleicht nur den Vorangehenden belegt. In der Tat. Denn sollte der Nächstgehende oder den Zweitgehenden, dann sollte einer von beiden einen Beeinträchtigung erleiden, kann der andere ihn hinausziehen ohne Probleme. Das werde ich tun. Ja, Abemir, habe ich deine Einwilligung? Also ich meine, egal, es ist ein Umweltzauber, aber... Also Abemir geht nicht vor, das siehst du genau. Auf jeden Fall. Ach so. Rafim ist da vorne. Ah, Rafim geht vor, okay. Wer soll denn Rafim zurückziehen? Nö, das wäre... Das wurde jetzt nicht besprochen, verzauber mich, gib ihm. Ja gut, alles klar. Dann gebe ich dir ein Silenzium in der Psst-Variante. Du hörst nichts und du kannst nichts mehr sagen. Also er kann nichts mehr sagen, kann auch selber nichts hören. Ich meine, der Psst ist tatsächlich, müsste ich jetzt nochmal nachlesen, ansonsten nehme ich den normalen Silenzium. Der Psst macht ihn, glaube ich, nur stumm. Nur stumm, aber du kannst, es gibt auch eine Variante, die ihn stumm und taub macht, das ist dieses Schleicher-Dings. Ja, die habe ich jetzt nicht, aber dann nehme ich einfach den Silenzium und mach den Radius ganz klein um ihn. Ja, das kannst du machen. Stimmt, der Radius, warte, ist der Radius der Maximalradius oder musst du den anpassen? Deine Zauberkontrolle erlaubt das sicher. Ja, warte, wenn du ihn auf Ziel, auf Zielobjekt. Mach mal den Silenzium. Ich mache ihn auf ein Zielobjekt, was Rafim dabei hat, was ich verzaubern kann. Richtig, ne? Zielobjekt ist, Achso, geht nur selbst. Ach so. Weil elfischer Zauber, danke. Ja, nee, mach einfach den Silenzium. Okay, du kannst aber die Zone variieren. Du kannst die Zone aber mir anheften und einfach die, den Radius runter variieren. Das ist maximal ZFW-Schritt, das heißt, du kannst einfach 1 sagen und fertig sein. Ja, komm, ich würfe jetzt einfach mal schnell. Wieso diskutieren wir das, wenn du THW 20 hast? Ich wollte gerade sagen, bei den ZFE müssen wir, glaube ich, gar nicht weiter diskutieren. Na, es geht tatsächlich ja nicht um die ZFE, es ging ja darum, was der Zauber überhaupt zulässt. Ja, richtig. Genau. Naja, ich bin jetzt taub und stumm und dann gehe ich einfach weiter. Okay. Also Zulamin würde sich gerne fallen lassen, weil, naja, diese Musik ist schon sehr verlockend, aber sie weiß ja, dass jemand in diesen Ort eingedrungen ist und das vielleicht nicht alles so positiv und rein mehr ist, wie es mal war. Deswegen besinnt sie sich auf ihren eisernen Willen. Ja, die Musik bleibt weiter harmonisch, es ist aber nicht so berauschend, es ist halt nur noch harmonisch. Ist denn sonst noch was zu sehen an dem Raum selber? Ja, also wenn du dich tatsächlich umblicken möchtest, kannst du das tun. Du siehst aber, dass Rafim jetzt losstratzt. Und selbst wenn du gerade dabei bist, würfel gerne mal Baukunst. Ich meine, es ist ansonsten leerer Raum, da steht sonst gar nichts drin. Stalaktiten und Stalagmiten, die ziemlich nass von der Decke runterhängen oder stehen. Du kannst gerne mal auf Baukunst würfeln, wenn du möchtest. Ist natürlich erschwert, aber ich würde sie auch eine Festungsanlage geben, weil das tatsächlich nur... So, wenn du zwei Punkte mehr und die 11 hätte ich denn, plus deinen Zuschlag halt abziehen, was du willst. Du findest in den Wänden fingerdicke Kanäle und wenn du mal entweder Finger reinstreckst oder auch mit dem Auge durchguckst, kannst du sehen, dass das wohl der Seewind ist, der von außen hinein bläst. Ah, eine interessant gestaltete Orgel, eine Windorgel. Seht am her, der Wind bläst hier durch und erzeugt diese Töne. Das klingt wunderschön. In der Tat. Aber es ist nicht die Harfe. Und seht, Rafim kann uns nicht hören, er ist schon vorgegangen. Wir sollten ihn nicht alleine lassen. Oh, aber erinnert ihr euch, dass Mendarion von einem Wind gesprochen hatte, der hier singt? Vielleicht ist das damit gemeint. Er hat den Wind singen hören und dass ein Ton fehlt. Ja, die Harfe. Sie sollte eigentlich ihren Klang der Melodie hinzufügen. Kann jemand mal Rafim auf die Schulter stehen bleiben? Ja, Zulamin läuft ihm nach und tippt ihm auf die Schulter. Macht so eine Geste von wegen, die Magier schauen sich wieder Zeug an. Übrigens, wenn du den Gang entlang läufst, der Ton wird hier dann auch wieder entsprechend leise. Also dieses Phänomen, was ihr jetzt verhindern wolltet, zumindest mit Rafim verhindern wolltet, das wird hier wohl wahrscheinlich auch nur in dieser einen Kammer der Fall sein, dieses Berauschende.
Ja, ich würde stehen bleiben, mit den Schultern zucken. Ich würde mal meinen Stab an der Wand stellen und mit zwei Händen jeweils zwei Löcher zudecken, ob sich dadurch irgendwas ändert in der Melodie vielleicht. Also selbstverständlich kann der Wind dann dadurch nicht mehr hineinblasen. Die Melodie verändert sich, sie bleibt aber harmonisch. Und es klingt einfach, das Rauschen, das Auf- und das Abklingen, vielleicht so ein bisschen wie Walgesänge oder wie ein Riff, würdest du vielleicht auch fast meinen, bedeckt mit zahllosen Muscheln und Anemonen, zahlreiche Fische, die dadurch schwimmen. Und du kannst diese Bilder fast vor deinem geistigen Auge sehen. Also sie sind nicht da, aber diese Melodie schreibt eine Geschichte. Nun, dies ist wohl ein Rätsel, was wir auf die Schnelle wahrscheinlich nicht lösen können. Vielleicht auf dem Rückweg können wir das genau untersuchen, was wir... Ja, vielleicht, ganz bestimmt. Wisst ihr, was mich wundert? Sagt es mir einfach. Sagte unser elfischer Reisegefährte nicht, dass die Harfe verklungen sei? Dass ihr sie nicht mehr hören könnt und das sei sein größtes Problem? Ja, aber das hier ist ja auch eine Orgel und keine Harfe. Nun, warum ist die Frage, die ich euch stelle? Warum eine Orgel? Warum eine... Ihr versteht, was ich meine. Irgendetwas ist hier im Busch. Und wir wissen ja, wer die Harfe verstummert lassen. Und nun, wir vermuten auch, den Ursprung dieser Anlage stammt von den Hochelfen. Mehr wisst ihr nicht. Ich denke, ihr könntet hier erneut eine Analyse durchführen und würdet vermutlich feststellen, dass diese Musik einfach nur schön sein soll, während die Harfe, die zum Verstummen gebracht wurde, eine sehr viel mächtigere Funktion hatte. Wird der Silenzium wieder von Rafim fallen gelassen? Ja, ich würde ihn wieder fallen lassen, sobald er drüben ist. Ja. Vielleicht ist dieser Orgelgesang auch eine Art eine Wächterschwelle, die von bestimmten Wesenheiten nicht übertreten werden darf, durch ihre Harmonie. Rafim, wenn du wieder in dem Raum bist, von Zulamin zurückgeführt und auch Boltax dann mit einem Finger schwenkt, den Silenzium von dir nimmt, du kannst deine geistigen Barrieren wieder aufbauen, dadurch wird es nicht weniger schön, diese Melodie, aber sie ist nicht so berauschend. Du hast aber trotzdem das Gefühl, dass du jetzt tatsächlich Bilder sehen kannst. Und zwar denkst du zurück an Chalvin. Damals, als du von Visionen heimgesucht worden bist, du hast auch den anderen zugehört, wie du... wie die anderen Visionen aus der Vergangenheit hatten oder wie Jarlan tatsächlich von der Zukunft berichtete. Du jedoch hast mit den Elfen gesprochen und du kannst sie fast vor dir sehen. Nö, ja, also ich will nichts behaupten, aber das hier haben doch Elfen gebaut. Also ich sehe die Elfen praktisch vor meinem Geist, vor meinem Auge. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, es ist wirklich eine sehr plastische Melodie, da hast du schon recht. Aber nein, das ist ein Stalaktit, vor dem du stehst. Das ist kein Elf. Naja, vielleicht wollen wir jetzt weitergehen oder wollt ihr euch weiter die Melodie anhören? Ich finde die ja eigentlich ganz schön. Ja, sie ist schon sehr schön, aber ich glaube, wir müssen weiter. Ja, leider. Ich vermute auch, wir können dieses Rätsel auf die Schnelle nicht lösen, höchstens vielleicht mit dem Mendarion. Aber der liefert wieder so kryptische Antworten. Naja, dann soll ich wieder vor. Ich gehe mal wieder vor. Ich bin ja schon fast bis zum anderen Raum gelaufen. Aber ihr bleibt ja immer ständig stehen hier. Ja, man muss die Wunder schon auf sich wirken lassen. Ja. Zu beiden Seiten hocken auf einem steinernen Thron jeweils drei marmorne Statuen. Also links drei, rechts drei. Hochelfische Krieger oder Zauberfürsten sollen sie wohl darstellen. Ihre Rüstungen und auch ihre konischen Helme sind mit aufwendigen Wellen- oder Wogenverzierungen dargestellt, die sich dann auch auf dem Thron fortsetzen, so als würde eine Welle nach unten fließen. Ihr könnt weitere Astaria-Glyphen erkennen, die man wohl bei oberflächlicher Betrachtung leicht übersetzen kann und dann doch wieder nicht. Sie zerfließen einfach vor euren Augen, obwohl sie sich gar nicht zu bewegen scheinen. Ja, aber sind die Statuen komplett aus Metall, aus Stein? Woraus sind die gemacht?
Die Statuen sind aus Stein gemacht. Du kannst erkennen, dass wohl auf der linken Seite der sitzt wohl und sein Blick ist wach. Ein großes Schwert, was in seinen Händen liegt. Er hält wohl ein Modell von einer Insel, von einer Stadt. Eine Stadt, eine große Stadt, die in einer Insel gebaut worden ist, hält er in der anderen Hand. Der andere ist wohl kaum gerüstet. In seinem Haar kannst du einige Muscheln erkennen und in seinem Schoß sieht er ja ein großer Korallenstock, auch aus Stein gefertigt. Die anderen sieht fast aus, als würde er von seinem Thron herabspringen, so wie das aber wohl Zerzal getan hat. Zumindest Zulamin sagte, dass dieser schwarze Stein Zerzal hieß. Und fiebriger Wahn, der wohl über seinen Zügen liegt, obwohl er versteinert ist. Auf der anderen Seite eine Elfin, die in der Hand eine Harfe trägt. Und sie scheint damit wohl ein bisschen zu spielen, auch wenn hier keine Melodie davon kommt. Und ja, ich würde sofort auf die Harfe zeigen. Boldax, ich hab's gefunden. Das ist eine Statue. Aber. Ja, aber das ist die Harfe. Ist das eine steinerne Harfe oder ist es tatsächlich eine Harfe, die aus anderem Material gearbeitet ist und die nur diese Statue in der Hand hält? Nee, genau, es ist eine Steinharfe. Also auch die Saiten sind aus Stein. Ja, ich möchte mal auf die Statue zugehen und die Harfe anfassen. Liegt im Stein, also es ist reingewachsen. Wie gesagt, nicht geformt, wie die Zwerge das machen würden, sondern aus dem Stein heraus geformt. Müsstest du jetzt wirklich mit Gewalt rausbrechen? Das sieht sehr stabil aus, Boldax. Ich glaube nicht, dass ich die da so rauskriege. Ich glaube auch nicht, dass das die richtige Harfe ist. Ich würde derweil mal zu der Statue mit dem Modell einer Stadt gehen und mir das Modell mal genauer angucken. Ist das wirklich fein ausziseliert, dass man irgendwie Gebäude einzeln erkennen kann? Oder ist das wirklich so ein grobes Modell? Nee, das ist super fein. Du kannst einzelne Türen erkennen, du könntest Fenster sehen. Und wenn du genau hinguckst, kannst du tatsächlich durch die Fenster hindurchblicken. Dann würde ich mal ganz genau rangehen an dieses Modell und dann mal alles genau untersuchen, ob ich da irgendwelche Zeichen finde oder in den Häusern vielleicht also kleine Mini-Elfen finde. Das nicht, nein. Nur eine Stadt. Person oder Elfen siehst du darin nicht. Aber ja, tatsächlich, wenn du vor dem Altar, vor dem Sockel oder dem Thron stehst, das sind wie gesagt diese Astaria-Ruhen, die kann man übersetzen. Sieht fast so aus wie Namen. Was meint ihr, Abelmir? Die großen Herrscher der Vergangenheit? Möglicherweise die Herrscher der Seeelfen, Meereselfen? Ja. Auf jeden Fall, dieser Stein scheint sehr alt zu sein. Genau, was das wohl Stadt für eine Stadt ist? Vielleicht ist die Person ihr Gründer. Möglicherweise. Ich habe so eine Stadt noch nie gesehen. Und der Grundriss. Vielleicht liegt sie nicht mehr auf dem Land, sondern jetzt im Meer. Möglich. Oder schaut doch einmal, könnte irgendetwas davon diese kleine Festung sein, in deren Keller wir sind? Vielleicht mit einem anderen Teil im Meer versunken. Guck mich mal um, ob ich da irgendeine Art Festung entdecke. Eine Burgfestung oder der Grundkern einer Feste, wie nennt sich das nochmal? Also es sieht zumindest nicht aus wie das, wo ihr jetzt gerade drin steht. Klar, die Menschen nennen es Südwall, die Elfen haben es wohl Sassandra genannt, aber nein, so sieht es nicht aus, nein. Nun, das scheint nicht Südwall zu sein. Er scheint irgendwo anders zu sein. Gibt es sonst irgendwelche Hinweise? Andere Tempel vielleicht? Andere Götter? Oder irgendein markantes Gebäude, das man wiedererkennen könnte? Es gibt markante Gebäude, die kannst du aber so nicht zuordnen, einfach weil du keiner Staria sprichst. Achso, ich dachte nur, der Name von der Statue ist auf Astaria. Sonst sind keine Zeichen auf dieser, oder? Ja, genau, also die fehlen einfach die Wissensfragmente von dieser Stadt. Hat die Stadt etwas, das wie ein Hafen aussieht? Also mit Anlegestellen und ja, sowas? Ja. Laut Abelmir, sie muss auf jeden Fall am Meer gelegen haben. Aber das ist wohl zu erwarten. Ja, vermutlich.
Ich fürchte, wenn wir die Namen dieser Statuen lesen können, sagt uns das auch wahrscheinlich nicht besonders viel, vermute ich. Oh, vielleicht ist es ein Wort. Überlegt einmal, vielleicht sind diese Elfen einfach nur versteinert und warten, bis jemand das Wort, was unten auf dem Sockel steht, ausspricht, damit sie wieder entsteinert werden und uns unsere Fragen beantworten. Gibt es so ein zulamitisches Märchen? In dem passiert so etwas. Diese Schrift ist wirklich wunderschön. Ja, wenn ihr wollt, kann ich erst mal untersuchen. Ich würde ein Xenographus wirken und mir Zeit lassen. Ich glaube, die Mindestwirkungsdauer ist 10 Kampfrunden. Also wäre dann 5 plus 1 ASP. Ah, endlich werden mal die Zauber rausgehauen, wenn man sie denn hat. Wieso? Wir hauen die ganze Zeit Zauber raus. Ja, aber keine nützlichen. Was? Der Silenzium war voll nützlich. Ich bin gerade zu doof, den Tor zu wirken. Muss doch einfach nur anklicken, oder? Ah, so war's. Guter Wurf. 22 Sternchen, beziehungsweise was ist das? 18? Ich habe einen Wert von 10. Also 10, ja, alles klar. Gut. Du identifizierst und kannst dann auch vorlesen: Intarkano Herbstlaubträumer, der im Süden wacht. Das ist derjenige mit dem Schwert und auf der anderen Seite das Modell von Chaval. Das muss wohl eine Stadt sein, die vor Jahrtausenden erbaut worden ist. Auf der anderen Seite Nayarkanion Wogenhüter, der mit Moun träumte. Isirion Krötenfeind, der die Marmorblaue und das Nachtblaue erblickte. Herr Heruvalian Libellenschwinge, der das Lied der Reinheit träumte. Das ist derjenige mit der Harfe in der Hand. Dann die beiden anderen, die ihr euch bisher noch nicht weiter angesehen habt. Madaluen, Dunkelwasser, der in die Tiefe stieg. Du betrachtest sein Antlitz und siehst wohl, dass er ziemlich kriegerisch aussieht. Alles andere ist ansonsten hinter einem Visier verborgen. Also er trägt einen Helm, nur diese Augen. Und auch die Augenbrauen, die dahinter hervorstehen, wirken so, als würden sie dich gerne erwürgen wollen. Und die sechste Statue, Felerian am Horizont, der in die Ferne zog. Der sieht relativ verträumt aus, vielleicht so ein bisschen wie Mendarion. Er blickt einfach ein bisschen abgerückt in Richtung Norden. Ja, ich würde meinen Gefährten diesen Namen mitteilen und hoffe, dass sie sich merken können. Und nun hat uns das was gebracht. Ihr könnt sie gerne ansprechen, diese Namen aussprechen einmal, wenn ihr wollt, Voltax. Nun, dieser scheint jedenfalls gegen die Sultana der Seeschlangen gefochten zu haben. Und dieser Name, Moron, klingelt da bei mir etwas irgendwie? Keine Ahnung. Naja, Karnion Wogenhüter, der mit Moon träumte. Die Mähen und Moon sind wohl Giganten der Tiefe. Du weißt nicht genau, ob die gut oder böse sind, aber die sollen wohl immer noch dort unten hausen. Und ja, Kreaturen, große Kreaturen gebären. Teilweise sollen sie wohl auch Stürme erzeugen. Also das ist der Aberglaube von ganz profanen Seesöldnern oder Seemännern und Frauen. Also die können dir alle was über Mähen und Moon erzählen. Hat mir nicht auch bei Scheibens Thron 3 Meeresgötter gefunden? Eine war zerstört davon, glaube ich, eine Statue. Eine war ja Effert, die andere Charybdoroth. Ich spreche den Namen nicht wirklich aus. Du überlegst einfach. Die dritte war glaube ich, nicht der Name war nicht zu lesen, sondern die Statue war, glaube ich, zerstört worden. Numibal oder so. Wir haben einen Namen erfunden, aber es war nicht direkt Numinoru. Numinibal. So. Numinibal, okay. Alles klar. Wie gesagt, der andere, der auch ähnlich wie Zerzal gerne von seinem Thron herunterspringen würde, hat einen fiebrigen Wahn in seinen Zügen, stiert euch fast mit seinen Augen an, wenn ihr da vor ihm steht. Isirion Krötenfeind, der die Marmorblaue und das Nachtblaue blickte. Nur die Nachtblaue ist ja relativ eindeutig, denke ich mal. Die Marmorblaue habe ich noch nie von gehört. Ja, wenn er ein Krötenfeind ist, ist er ein Feind der Echsen. Das finde ich schon mal sehr sympathisch. Nun, eine Kröte ist nicht unbedingt eine Echse, wie ihr vielleicht wisst. Erinnert ihr euch an die Leviathanim?
Ja, das waren Echsen, aber es gibt auch Kröten, die keine Echsen sind, sondern aus einem anderen Zeitalter stammen. Ich denke, ja. Hier ist die Kröte gemeint, die wir in dem kleinen Dorf, deren Statue wir in dem kleinen Dorf zerstört haben. Ja, ich fürchte, wir kommen hier auch nicht weiter mit unseren Rätseln. Nein, leider. Es ist sehr beeindruckend, aber nein, weiterbringen wird es uns wohl nicht. Es sei denn, ihr wollt euch den mit der Harfe noch einmal näher anschauen. Denn ich denke, das wird wohl der Schöpfer der Harfe sein, die wir suchen. Meinst du den Libellenflügel? Wie war doch gleich sein Name, Abelmir? Ich wollte ihn wiederholen, ich habe ihn nicht aufgeschrieben, tut mir leid. Herovalian Libellenschwinge, der das Lied der Reinheit träumte. Naja, das ist aber ein langer Name, also das kann ich doch keine so merken. Aber wollen wir jetzt weitergehen oder willst du erst noch ein Bild malen? Denke nicht, nein. Dieses Lied der Reinheit, denke ich, ist das, was wir suchen. Naja, diese Elfen singen ziemlich viel, aber klingt erstmal ganz schlüssig. Es klingt schlüssig, weil sie singen. Guter Witz. Ein Zwergenwitz, vermute ich. Ja. Ja, nun gut, lass uns weitergehen. Vielleicht finden wir diese Harfe am Ende dieses Ganges. Naja, das können wir nur hoffen. Ich würde mal weiterschreiten. An den Wänden und auf dem Boden und in den natürlichen Simsen ruhen 100 hochelfische Instrumente. 100, die wehmütig Klänge von sich geben, traurig, ebenso fast wie Wahlgesang. Und wenn ihr dann den Raum betretet, könnt ihr tatsächlich auch sehen, wie unter einem Kunstbogen, ziemlich kunstvoll gefertigt, ein Torbogen, zwei aufsteigende Wasserfontänen. Sieht fast so aus, als würde die da ja rechts und links nach oben brechen, sich in der Mitte treffen. Ihr könntet da hindurchgehen in einen weiteren, größeren Raum, wenn ihr die ganzen Seeleninstrumente der Elfen ignoriert. Für Mendarion wäre das sicherlich sehr wegweisend. Würde hier sicherlich tagelang stehen und sie betrachten. Ich würde mal einen Instrument betrachten, wahrscheinlich eine Flöte oder so, vermutlich mal gucken, ob der Name draufsteht oder Schriftzeichen drauf vermerkt sind. Also sie ist nicht beschriftet, aber du siehst Ornamentiken. Kann man also wieder hochheben oder ist sie irgendwie in der Wand oder auf der Wand? Nee, also sind Simse, die in der Wand sind, du kannst die ja rausnehmen, mit einem leichten Klacken kannst du sie rausnehmen. Und das ist wohl mittlerweile durch die Jahre versteinert fast. Musst also aufpassen, dass du sie nicht zerbrichst. Aber vielleicht könnte man da sogar noch spielen. Sieht so knochenartig aus. Ich bin kein großer Musikkenner, aber ich würde trotzdem einmal reinpusten. Also hoffentlich in die richtige Ende, hoffentlich. Gibt es da irgendwelche Löcher? Keine Ahnung, du kannst da reinpusten und du spürst, wie es ist so ein leichtes Gefühl. Das, was hinten rauskommt, sind Missklänge, möchtest du nicht sagen. Wirklich gut spielen kannst du nicht. Aber du spürst, wie durch deinem Atem so ein bisschen du Kraft verlierst. Fühlt sich natürlich an. Also verlierst Kraft, aber es tut jetzt nicht weh oder sowas.